Nicht lang bevor wir nach Englerland aufbrachen, ging ich allein in die Berge östlich von Vornberg. Ich suchte... Ona der Hässliche war ein ausgezeichneter... Wir alle erinnern uns, wie Eivor befahl, Tjöldvis Clan in Öchwaldsnes anzugreifen. Ich wusste schon damals, dass ein Sieg unwahrscheinlich war. Es war ein törichtes Unterfangen. Doch Eivor befahl den Angriff und ich folge meinem Anführer, wie es ein ehrbarer Mann tun sollte. Ihr wisst alle, was folgte. Wir warfen uns auf Tjöldvis Männer und wurden überwältigt. Ihr wurdet gefangen und solltet geschlachtet werden. Und Eivors Schicksal war das Leben als Trell. Ein Schicksal schlimmer als ein guter Tod. Doch eine Sache gibt es, die ihr nicht wisst. Im ersten Kampf traf ich auf Tjöldvi. Er versteckte sich in einem leeren Haus. Er sah mich nicht und ich war nur zwei Armeslängen von ihm entfernt. Ich hätte ihn töten können. Ein Hieb mit der Axt, doch ich hielt mich zurück. Warum? Was läuft falsch bei dir? Ich hatte es Eivor geschworen. Ja, vor Jahren hatte Eivor Tjöldvis Leben für sich beansprucht. Und so ließ ich den Arschling in Ruhe. Ja, so war das. Wie schade, Dark. Niemand, der lebt, kann diese unglaubliche Geschichte bezeugen. Heitam bat mich, nach London zu reisen. Was weißt du über diesen Ort? Eine wilde Stadt, die Halfdan Ragnarsson vor Jahren für sich beanspruchen wollte. Sie widersetzte sich jedoch erfolgreich. Laut Heitam wimmelt es dort von Mitgliedern eines seltsamen Kults. Er heißt der Orden der Ältesten. Er bat mich, sie zu finden und zu töten. Den ehrbaren Leuten dort könnte das helfen. Und wir finden vielleicht einen Verbündeten. In einer so unruhigen Stadt ist es einen Versuch wert. Betritt sie durchs Nordtor und frage herum. Na schön. Gut, ich erwarte deine Rückkehr. Das Krepeltor von London. Vielleicht finde ich hier einen Amtsmann, der sein Salz wert ist. Ich bitte um Geduld, Leute. Ruhig bleiben. Hier, Liebes. Durchhalten, Meister Hammer. Es kommt alles in Ordnung. Du bist sowas wie ein Hirte, nicht wahr? Manchmal fühlt es sich so an, ja. Kann ich dir behilflich sein? Wer hat dir das Sagen? Ich würde gern mit ihm sprechen, wenn möglich. Statthalter Trück. Ein Däne, der vor 4 Jahren nach London kam. Trück? Die meiste Zeit des Tages findest du ihn in der alten Villa, wo er sich um allerlei Schuckereien kümmert. Stowe! Avgos will seinen Anteil von der Sommerernte. Scheißkerl. Hä? Das dauert so lang. Wir reden. Meine Herren, die Bauern Mercias haben ihre Last beglichen. Sollte Avgos mehr wollen, kann er einen Antrag stellen. Einen Antrag stellen? Du kannst diesem alten Bauern hier sagen... Wenn er den Apfel will, soll er danach angeln. Der gehört Meister Hammer, mein Herr. Angel ihn raus. Das ist ungehörig. Angel ihn raus. Gott im Himmel, du kämpfst, als hätte der Teufel dein Brot gestohlen. Und hältst aber auch ordentlich aus. Choalt, sei so gut und stich die Namen derer, die ihre Abgabe geleistet haben. Machst du das? Also, du hast etwas mit Statthalter Trück zu besprechen, stimmt's? Ich spreche mit jedem, der meinem Rabenclan eine rechte Freundschaft anbieten kann. Wenn das du bist, umso besser. Ach nein, Trück ist dein Mann. Ich bin der Greve von Lundens Westen. Ich sorge für Ordnung und Recht. Greve ist kein Name, der mir leicht über die Lippen kommt. Greve ist mein Titel, verzeih. Stowe ist mein Name, Stowe von Lunden. Schön, dich kennenzulernen, Greve Stowe. Lunden ruht auf kräftigen Schultern. Ah, offen gesagt, ich bin nicht der einzige Greve. Es gibt gerade 2 von uns und den Statthalter obendrein. Wir tun unser Bestes in diesen Zeiten, so wild sie auch sind.
Bring mich zu deinem Statthalter. Klingt, als wäre es gut, ihn zu kennen. Also gut, der Posten besetzt, die Herde behütet. Lass uns zu Trück gehen. Und wie soll ich dich nennen? Schläger Schreck? Dänenhammer? Ich bin Eivor vom Rabenclan. Wir haben eine Siedlung im Norden, in der Nähe des Nene. Nun, ich stehe in deiner Schuld, Eivor. Du bist eine gute Verbündete. Ich bin hier aufgewachsen. Ich lernte die Schriften der Apostel in Lundenwick, der sächsischen Siedlung westlich der Mauer. Du bist aber kein Priester, oder? Nein, ich wurde von ihnen erzogen. Und für einen mittellosen Bastard habe ich mich ganz gut gemacht. Ein mittelloser Bastard. Und nun der furchtlose Gräbe von Lunden. Tja, es war Trück, der etwas in mir gesehen hat. Er urteilt nicht nach den Umständen meiner Geburt. Seine beiden Hände, die linke und rechte, sind ich und ein dänischer Soldat namens Erke. Erke ist eine Waise der letzten Wikinger, die wir in Lunden niederwerfen mussten. 2 oder 3 Jahre muss es her sein. Ich lernte Erke durch Trück kennen und nun laufen wir Gräben durch die Stadt wie Eltern, die nach ihren Kindern sehen. Ein Sohn des Landes und ein Dänen. Lunden besteht aus vielen verschiedenen Teilen. Moment, hier stimmt etwas nicht. Eisen in der Luft. Das ist frisches Blut. Das waren gute Männer. Was ist geschehen? Gott, nein! Nein, nein, nein! Oh Herr, lasse über diese Männer das Licht deines Antlitzes und deiner Barmherzigkeit leuchten. Wir brauchen hier keine Fremden. Das ist eine Privatsache. Kein Grund, misstrauisch zu sein. Eivor hat mir in einem Kampf am Krepeltor beigestanden. Es sind noch mehr Schläger aufgetaucht. Du musst ein wahrer Broger sein, um dich gegen dieses Geschmeiß zu behaupten. Wir müssen sie in die Schranken weisen, Stowe. So kann es nicht weitergehen. Wenn der hier noch einen Kopf hätte, würdet ihr ihn dann Trück nennen? Den Statthalter? Gott im Himmel, der Mann ist tot. Etwas Respekt, bitte. Wir zwei werden uns gut verstehen. Du musst Erke sein. Lundens zweiter Gräbe. Erke Bodelsson, der bin ich. Hat dieser Haufen Eingeweide mich etwa den zweiten Gräbe genannt? Der erste im Ostteil. Und ein Mann, dem ich bedingungslos vertraue. Stower war noch nie ein guter Menschenkenner. Erke, das ist Eivor. Sie kam, um Trück zu treffen und die Freundschaft mit ihrem Clan zu besiegeln. Er hätte dich herzlich willkommen geheißen. Er war ein argloser Mann. Und das hat er jetzt davon. Hast du etwas gefunden? Ich traf gerade erst ein. Die Mörder haben einen Brief an der Leiche hinterlassen. Ich sehe mich mal um. 3 Fußspurpaare führen weg. 2 durchschnittliche und ein riesiges. Das Handwerkszeug eines Baders. Scharf und präzise für saubere Schnitte. Damit wurde Tryggs Kopf von seinem Hals getrennt. Dieser Brief. Jemand wollte, dass wir ihn sehen. Aus Rom zog ein Orden von Heiden aus, die Relikten aus einer Zeit vor Christus huldigten. Erke, das ist der Brief, von dem er uns erzählt hat. In dem schlimme Nachrichten für Lunden stünden. Er warnt vor 3 Heiden, die Lunden unterwandert haben. Seine Mörder, nehme ich an. Ich beneide ihn nicht um seinen Tod. Moment! Er hält etwas in der Hand. Ist das etwa nicht Tryggs Siegel? Nein, es sieht römisch aus. Es muss von einem Brief stammen, den er geöffnet hat. Es war dieser Wache jedenfalls wichtig, wenn er es sogar im Tod noch fest umklammert. Vielleicht musste er deshalb sterben. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Trygg wurde im Sitzen erschossen. Vermutlich, als er den Brief las. Eine seiner Wachen nahm das Siegel und versuchte zu fliehen. Er hat es nicht geschafft. Ein 2. Mörder kam ihm zuvor. Er endete in der Schlinge, angehoben von einem größeren Mann. Ein 3. Angreifer nahm seine Augen. Ein Zeichen vielleicht. Führer ohne Kopf, Wache ohne Augen. Die Täter kannten keine Furcht. Dieser Mord war eine Botschaft. Ihre 3 Spurenpaare führen gemeinsam nach hinten zum Hof hinaus. Der Brief erwähnte 3 Heiden und nennt nur ihre Spitznamen. Der Blutegel, der Pfeil
Der Kompass. Unterzeichnet von jemandem, der sich als armer Mitstreiter Christi bezeichnet. Armer Mitstreiter? Komischer Name. Drei Namen, drei Mörder. Wie du sagtest. Ey, Baldas Sack! Es könnte jeder in Lunden sein. Wem können wir trauen? Wohl nur den Personen in diesem Raum. Selbst das wäre töricht, bis wir mehr wissen. Der Pfeil wird als kampflustiger dänischer Eroberer beschrieben. Das trifft auf viele in Lunden zu. Der Blutegel stammt wohl aus Westsaxe. Auch davon gibt es so viele in Lunden. Und der Kompass, ein fränkischer Schiffsführer. Schon seltener. Doch mir fällt niemand ein. Was ist das für ein Symbol? Kenne ich das nicht aus dem Mithras-Tempel? Ich kam eben noch daran vorbei. Mithras-Tempel? Ist das eine Kirche? Eine Kirche? Himmel, nein. Mithras war eine heidnische Idee. Ein sogenannter Gott der alten Soldaten, die diese Stadt erbaut haben. In dieser Stadt wimmelt es von Feiglingen. Wir könnten die Nächsten sein, wenn wir diese kranken Auswüchse des Hasses nicht aufklären. Ich hab es doch gesagt. Die Stadt versteht nur Blut und Macht. Daran sollten wir uns halten. So kann ich ihn nicht zurücklassen. Ich muss ihn... Die Kirche kann sich darum kümmern, Stowe. Nein, ich sollte das tun. Ich muss ihn für das Totengericht vorbereiten. Ich verstehe. Geh nur von Zeit zu Zeit an die frische Luft. Es stinkt hier drin. Sollen wir, Broger? Tja, jetzt haben die Leute Wind von der unschönen Sache bekommen. Sieh dir ruhig den Tempel an, Eivor. Er liegt östlich von hier. Ich werde jetzt erstmal als Greve gebraucht. Bleibt fern, bleibt fern! Der Kampf ist vorbei. Bald wird es eine Versammlung geben. Falls die Greven ihre Meinung ändern, werde ich sie ausweiden und eine Marionette auf Lundens Thron setzen müssen. Aber Stowe scheint ein guter Mann zu sein. Ihm traue ich vorerst. Der Mithras-Tempel. Gut bewacht für einen Haufen alter Ruinen. Ich muss den Eingang finden. Die Werkzeuge eines Baders. Beste Arbeit. Wie die aus der Villa. Und hier ist ein Brief. Es geht um die Bezahlung eines Schmiedes. Der Kompass hat das Sagen über die anderen. Er befahl, dem Pfeil auf einem Markt im Westen Bogenschützen anzuheuern. Das ist einen Besuch wert. Briefverkehr zwischen dem Blutegel und dem Kompass. Heilen, ausweiden. Der Blutegel ist ein sonderbarer Kauz, aber der Kompass hält die Fäden in der Hand. Ich habe fürs Erste genug. Erke und Stowe sollten das sehen. Ich sehe noch mehr Blutvergießen in Lundens Zukunft. Ein Fest für Sünen. Es schadet nicht, an ein paar Türen zu klopfen. Mehr sage ich nicht. Tröck wurde nicht ermordet, weil du Bäume pflanzen und ein paar Dächer reparieren wolltest. Das sieht nicht mehr nach einem Festmahl für Krähen aus. Eivor, du hast etwas gefunden, hoffe ich. Ein paar Pergamente. Nachrichten zwischen Mitgliedern einer Geheimgesellschaft. Sie nennen sich Orden der Ältesten. Der Orden der Ältesten? Das sagt mir leider gar nichts. Was sind ihre Absichten? Das ist nicht so leicht zu erklären. Nur so viel. Ich bin hier, um sie zu töten. In Lunden scheint der Kompass der Kopf zu sein. Der Pfeil und der Blutegel die Hände. Tiernamen und geheime Orden. Was für ein Unfug. Wissen wir irgendetwas Handfestes? Der Blutegel braucht Fleisch. Er sucht nach Trell. Ich weiß nur nicht, warum. Wir haben kürzlich am Kai eine Reihe von Toten gefunden. Aber nicht nur Trell. Einige der Vermissten fanden wir an verschiedenen Orten wieder. In kleinen Stücken. Erke, gütiger Gott! Der Pfeil ist ein Däne, der schon viele Schlachten gesehen hat.
Dem Namen nach vielleicht ein Bogenschütze. Ich verwette meine Knöchel, dass er derjenige ist, der Zwietracht unter den Dänen in Lunden sät. An seiner Stelle würde ich mich unter meinesgleichen verstecken, unter anderen Kriegern. Der Pfeil bekam vom Kompass den Befehl, auf einem Markt im Westen Soldaten anzuheuern. Dann weiß ich wo. Der Kompass ist mir ein Rätsel. Er wird oft erwähnt, aber wir haben nichts Greifbares. Sagtest du nicht, er sei ein fränkischer Schiffsführer? Um ihn zu finden, müssten wir die Schiffe prüfen, die die Themisse auf- und abfuhren. Schiffsführer sind Reisende. Er könnte schon weit entfernt sein und stillschweigen. Das mag sein. Doch würde er schreien, wenn wir ihm die Hände abhackten? Oh, du hast einen schmutzigen Sinn für Strategie. Wir töten den Pfeil und den Blutegel und warten einfach ab. Soll der Kompass zu uns kommen, vergeuden wir nicht noch mehr Zeit. Wir finden den Pfeil und den Blutegel. Wenn wir beide töten, locken wir den Kompass zurück in den Hafen. Stowe, wir treffen uns am Markt im Westen. Verlass dich drauf. Und ich gehe zum Kai. Dort sind neue Leichen, die aus dem Schlamm gezogen werden müssen. Vielleicht war der Blutegel wieder am Werk. Gott sei mit uns, Freunde. Geht in seinem Namen und unter seinem Schutz.